Mini-Strandimbiss. Was haben wir denn da? Das sieht schon viel edler aus. Wenn ich das jetzt ein bisschen blau anpasse wieder. Cyanfarbener, cyanfarbener. Das sieht doch schick aus. Jetzt passt sich das Ganze auch an. Das hat richtig Stil. So. Das hier ist der Strand. Da vermutlich liegen die Leute auch viel. Ich würde hier gerne so eine Strandliegeaktion draus machen. Oh, und ja, ein Zaun war doch da. Da war doch auch noch irgendwas mit dem Boden, den ich ändern wollte, der nicht schön aussieht. Sekunde, das muss man noch... Oh, das Haus hier ist ja auch ein Traum. Darf ich mal kurz bei Ihnen alles ändern? Dankeschön. Dankeschön, das freut mich doch sehr. Oh, das ist nicht schön. Das ist auch nicht schön. Wie ist das mit Holz? Das ist zu hell. Das ist auch zu hell. Was ist hiermit? Das ist zu braun. Nehmen wir doch das hier. Doch, das ist okay. Was ist das? Das kann ich sogar ändern. Oh, das kann ich ändern. Und dann, wenn ich das darauf anwende, endet sich das auf die ganzen Stützen an. Ist ja geil, dass man jetzt so Häuser auch auf Stelzen bauen kann, ins Meer hinein. Finde ich richtig klasse. So, hat sich das jetzt geändert, der Stil? Hallo. Spiel. Geht nicht, kann nicht geändert. Na gut. Dann wenigstens teilweise angepasst. Jetzt mal gucken, ob wir noch genügend Geld für einen hübscheren Zaun haben. Was ist das denn hier? Oh, der sieht doch super aus. Moment, das ist... Ja, der ist... Das ist von der Drachenerweiterung. Von der Drachenstadt. Das muss da nicht unbedingt sein. Wie sieht es hier aus mit Bambus? Die ist ein bisschen hoch. Aber eignet sich ansonsten sehr gut. Von was ist... Ah, von Sim Credible habe ich stehen. Ah, von Sim Credible. Credible. Dann nehmen wir aber jetzt einfach was Normales. Ich wollte es da nicht durchziehen, Digga. Digga so. Dann so. Und hier rüber. Dorlong. Und dann... Wird ich gerade auf Skype angeklingelt. Was ist denn los? Muss ich mal gerade gucken gehen. Sekunde. Unwichtig, gut. Also ich bin nicht unwichtig. Hanni ignoriert mich wieder. Geht das hier so runter? Ah, super. Also ich meine, es ist ja sonst gefährlich, so für Kinder, die dann da irgendwie mit Mami und Papi so im Inselresort so Urlaub machen. Die können dann alle runterfallen und sterben. So immer nach vorne runterfallen und sterben, finde ich okay. Wie sieht es eigentlich innen drin aus? Ne, ein bisschen runterblenden. Grauenvoll. Grauenvoll. Das ist grauenvoll. Ich brauche einen Moment, Oh, diese Scrollerei. Ich brauche was Anständiges für innen drin. Nee, auf sowas möchte ich selber nicht gucken, wenn ich irgendwo Urlaub mache. Das ist schon beruhigender. Gibt's da noch mehr? Ja, das ist schön farbig und sonnig. Und lädt doch dazu ein, nochmal Urlaub zu machen. Haben wir da vielleicht auch noch eine andere Farbe außer Pisse? Ja, so ein knalliges Rot ist schön. Hä? Hä? Worum geht's? Keine Ahnung. Sich meine Sims-Freunde untereinander unterhalten, kriege ich das halt immer mitgeteilt. Was haben wir denn hier für Muster, die so an den Strand passen? Die passen überhaupt nicht an den Strand. Das ist auch, da schläft sich gut drin. Segelboote, na das ist doch perfekt. Ein bisschen Cyanfarbe, so. Das Bild könnte auch einen schöneren Rahmen drumherum vertragen. BZW, das Holz, auf das es gemalt wurde, hat jetzt eine andere Farbe bekommen. Nö, es geht auch. Die Tischlampe sieht ja noch grauenvoll aus, aber damit muss die Person jetzt leben. So, Liegen. Sonnenliegen haben wir noch nicht. Aber ich wollte ja hier den Inselbereich noch ein bisschen anbauen. Dann würde es sich vielleicht doch lohnen, irgendwie einen höheren Zaun zu ziehen. Ah, das sind die Zäune, die mitgekommen sind. Da haben wir den neuen Zaun, den Surferzaun. So. Um das Ganze hier ein bisschen abzutrennen. Ui, ist das teuer. Ui, ist der Zaun teuer. Gibt es da nicht einen billigeren Zaun? Ui, ist der teuer. Oh, muss ich wieder hochscrollen? Alles. Der war schön billig. Der eignet sich euch auch ganz gut, ne? Was
So, ist die Mülltonne auf jeden Fall abgetrennt. Sieht auch keiner mehr hinter dem Zaun. Dann könnten wir ja hier auch noch so ein bisschen... Wie, das sah so schön aus da vorne. Aber hier noch so ein bisschen Blätterwerk davor und noch eine Palme davor setzen. Und dann fällt das so gar nicht mehr auf. Hier die Steine kommen zu diesem Überlebens-Survival-Dingsbums. Da können wir noch eine Palme... Halt. Eine Palme... Halt. Dahin. So brav, so brav. Hinpacken und dann, da wo die Leute sich sonnen, da möchte ich schön Sandstrand haben. Sieht ja merkwürdig aus. Sieht sehr merkwürdig aus. Soll ich ihn ein bisschen so löschen? Ah, das ist auch die normale Farbe von dem so. Ist ja wunderhübsch. So ein Sand vielleicht? So? So? Ja, schon. Sieht schon ein bisschen gesünder aus. Aber wenn ich mich richtig in die Lagune legen will, muss das auch gut aussehen. Ja. Dann brauchen wir da auch Musik. Außenlautsprecher wären noch wichtig. Halt, ich glaube, das gibt es hier im Baumodus. Und zwar bei Gemeinschaftsobjekten. Muss auch Außenlautsprecher geben. Hier haben wir welche. Ja, die sind in Ordnung so. Umschalten auf Strandparty. Ist schon Strandparty, super. Dann behalten wir auch mal Strandparty bei. Und ich... Ah, das ist alles für nur Insel Resort. Ach, super. Okay. Da könnten wir sogar noch so ein Bungalow hinpacken, wenn wir das wollten. Oder halt ein Laufrad. Also brauchen die Leute definitiv da auch sowas wie ein Laufrad. Inselhochzeitsbogen. Oh, hier kann auch geheiratet werden. Aber wo packen wir den dann noch hin? Wäre cool, wenn hier auch Leute heiraten können und so. Aber dafür hat das Resort hier einfach nicht genügend Platz. Wo will ich das denn noch unterbringen? Dann machen wir hier lieber wirklich die Strandliegenbar. Und dann müssen wir... Strandliegenbar. Ja, ein Swimmingpool will ich halt auch noch hier irgendwann etablieren, dass da ein Swimmingpool ist. Vielleicht sollte ich dann halt gerade mal hier das Geländetool benutzen. Um so ein bisschen zu gucken, was ich hier alles anpassen kann. Das kann ich immerhin anheben. Das kann ich auch aufs gleiche Niveau bringen. Einfach mal schauen, wie viel hiervon ich aufs gleiche Niveau bringen kann. So kann ich das machen. Und dann kann ich das Geländebearbeitungstool nehmen. Und hier ein bisschen... wieder anzupassen. Ja, hier noch mehr. Sonst sieht das hier vorne komisch aus. Euer Gelände sieht komisch aus, so schwammig. Und das war ein Guild Wars Insider. Und hier... Wie wohl wächst denn hier? Hallo? Nee. So ist gut. Und dann packe ich jetzt hier noch so ein paar Strandliegen hin. Nach Zimmern sort, Dingsbums sort, draußen, Gartenstühle, ja? Das war das, was ich suchte. Oh, da haben wir eine schöne Sandliege. Oh, die ist aber bunt. Gibt es hier auch ein weniger bunt? Was ist eklig? Hier, so. So ist schön. Und zwar so zum Meer hin schon. Ja, wir würden ja wahrscheinlich, die Leute würden schon gerne, ganz gerne weiter vorne sicherlich liegen. So direkt am Strand. Wobei das hier hinten auch ganz... hier liegt sich ja auch am Strand. Ach, das ist süß. Hier die Ecke ist ganz niedlich dafür. So. Hier noch? Da noch. Dann können wir noch einen Sonnenschirm aufstellen. Terrassenschirm. Ach, ist ja wunderbar. Passende Farben. Tropisch. Ah, das ist ja super. Dann kopieren wir den hier noch hin. Hier hin. Und dann sind wir auch gleich pleite. Ja. Muss ja auch mal sein. Pleite ist auch schön. Und eines Tages machen wir dann halt da noch einen Pool hin. Eines schönen Tages. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Das sieht doch super aus. Unser eigener kleiner Resort. Wobei mir jetzt der Zaun hier nicht ganz so gefällt. Sekunde. Da habe ich eine Idee für eine Farbe. BZW für keine Farbe. Weiß. Oder das hier in... Ja. Jetzt wird ein Schuh draus. Halt. Beziehungsweise ein Zaun draus. Jetzt habe ich die Shift-Taste wieder nicht gedrückt gehalten. Na... Ich hab doch die... Oh Gott, hör zu lecken. Shift-Taste gedrückt gehalten. Dankeschön. Jetzt loslassen. Oh Gott sei Dank.
Vielleicht, Moment. Ich gehe mal auf Favoriten, dann sollte es nicht mehr so extrem lecken. Doch, tut es trotzdem noch. Die Nasen. Hä? Kann man das nicht anpassen? Muss doch auch gehen. Hallo? Spiel, please. Oh Gott. Geht doch. Und jetzt noch hier? Ups. Ja, sieht auch geil aus. Ich jetzt nur noch mal das richtige treffen würde, auf so lecken. Finally. Ja, dann sieht das Ganze sehr schön aus. Jetzt muss das hier nur draußen auch noch angepasst werden. Das ist ich weiß nicht, warum es so leckt. Gartenplänze, Zombies sind auch nicht schlecht. Ach, die unterhalten sich darüber, was es im Store so für Content gibt. Jetzt aber. Komm schon. Nein. Nein, komm schon. Komm schon. Jetzt bleib da. Bleib da. Genau da. Oh. Puh. Oh Gott. Ich hab es. Ich krieg's gleich. Gleich ist es soweit. Oh mein Gott. Ah. Nein. Verdammt. Ich hab es. Moment. Ich krieg's gleich. Gleich ist es so. Oh Mann. Nein, 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 nein. Ich will nicht den Zaun. Ich will die Tapete. Ich will nicht haben. Ich wollte nur die Tapete bearbeiten. Da kann man das Blau gar nicht ändern, weil das ja so eine Thementapete ist. Was beißt sich jetzt miteinander die Farben? Sehr toll. Das hier blauer machen würde? Das mache ich lieber per Hand einzeln, sonst muss ich wieder per Drag and Drop arbeiten und das funktioniert ja hier nicht so gut. Vielleicht arbeite ich doch damit, dass der dann hier... Natürlich hat er das jetzt als einzeln gezählt, obwohl es das gleiche Muster ist. Und obwohl ich es da komplett drauf angewandt habe, ist doch egal. Dann mache ich das hier doch weiß. Weiß. Weiß, 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 weiß. So. Die Optik ist wichtig. Die Optik ist entscheidend. Die Optik ist jetzt optisch sehr optimopti. Ja, mir gefällt's. Also ich finde es super. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ist das völlig akzeptabel mit einem Inselresort. Würde ich auch einchecken. Ja, sehr schön. Live-Modus. Ja, der darf auch gerne irgendwann anfangen. Großartig. Und dann... Speichermodus. La, 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 la. La 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 la. Ich mache einfach die Sims-Musik, weil sie jetzt beim Speichern immer weg ist. Seufz. Und habt ihr beim Inselparadies auch schon angefangen, euren eigenen Resort zu bauen? Habt ihr das auch so gemacht wie ich, den günstigsten nehmen und dann alles löschen und nochmal bauen? Oder habt ihr da andere Pläne für? Würde mich doch mal interessieren. Warum war da überhaupt eine Badewanne draußen? Das würde mich auch interessieren. Naja, wir werden es nie erfahren. Okay, Austin ist auf dem Weg, laggy lag, ist auf dem Weg in, nee, das ist zu weit runtergeblendet, so. So, so ist schön, ist auf dem Weg nach Hause, was ist er zu Hause, kann er sich was zu essen machen, ich will mich mal gerade umgucken, das ist unser Resort-Personal. Hier läuft wenigstens gute Musik. Hier draußen wird sich was zu essen geholt, oh, schlechtes Essen haben wir, Essensqualität, mittlerer Aufwand. Speisentyp einstellen. Abendessen. Sushi ist zu schnell verderblich. Oh Gott, hat er sich was von dem ekligen Zeug geholt? Oh, oh. Oh, wir haben keinen Pool. Das gefällt ihm nicht. Ich kann mir aber noch keinen Pool leisten. Ihr müsst bei mir erst ordentlich Geld ausgeben, damit ich mir einen Pool leisten kann. Das ist voll unpool. Voll unpool, Mann.